Hallo, wir wieder bei Nerdfamilizin. Moin, moin. Den Jan, den kennt ihr schon. Ein Hamburger Jung vom BWK Hamburg, traumaerfahrener Notfallmediziner. Und den Jan habe ich mir geschnappt, weil er gerade in Nürnberg ist, um mit ihm über Extremitätentrauma zu sprechen. Wir haben ja schon so ein bisschen über Blutungen gesprochen. Mhm. Und jetzt dachte ich mir, naja, was ist da auch häufig der Fall? Eine Fraktur. Mhm. Zu Fraktur. Da tut man sich ja immer schwierig, wenn man jetzt nicht aus der Unfallchirurgie kommt, hat viel Angst irgendwie, dass man da was kaputt macht, mehr kaputt macht, als es vielleicht schon vorher kaputt gewesen ist. Jan, wie gehe ich daran? Ne? Also wie erkenne ich überhaupt erstmal eine Fraktur, muss man ja fragen eigentlich. Was sind denn so Frakturzeichen? Also kann man sozusagen sichere, unsichere Frakturzeichen quasi erstmal sagen. So die unsicheren sind so die Klassiker, die man auch einfach bei einer Prellung oder so haben kann. Hämatomen, Schwellung, Schmerzen, das ist halt unsicher, aber sozusagen... Ne? Kann ein Indiz sein in die Richtung sichere Frakturzeichen, sind halt sozusagen Krepitationen, eine Achsabweichung, eine sichtbare Fehlstellung, quasi, wo man sagt, da sieht aber wirklich schon auf den ersten Blick irgendwie komisch, auch eine abnorme Beweglichkeit und sozusagen sichtbare Knochenfragmente. Also nicht mehr jetzt irgendwie prätibial, wo wir wenig Weichteil haben, einfach nur sozusagen eine Schnittverletzung haben meinetwegen und Knochen sehen das nicht, sozusagen aber Knochenfragmente, sichtbare Knochenfragmente, das wären so sichere Frakturzeichen. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage bei so einer Fraktur, also worauf achtest du präklinisch zuallererst? Was ist das Erste, wenn du das Ganze untersuchst? Sichere, unsichere Frakturzeichen, dann? Also wir hatten ja ganz am Anfang quasi C, A, B, C, D, E, dass man wirklich nur irgendwie das Problem irgendwie hat und stellt man das dann fest, PDMS-Kontrolle. Also einmal gucken, periphere Durchblutung. Periphere Motorik einmal sozusagen, ne, bei unteren Zehen mal Zehen wackeln lassen, bei den Händen mal Händedruck machen, dass man da guckt, irgendwie einmal abstreichen, ne, gibt es irgendwie, ist das ein Taubheitsgefühl, auch nicht zu sehr verunsichert, wenn man sagt, ja, es fühlt sich ein bisschen weniger an, sozusagen je nachdem, wie geschwollen das ist, kann das einfach sozusagen schwellungsbedingt schon so ein bisschen Hyperästhesie machen. Entscheidender Punkt ist sozusagen vor allem die Durchblutung. Einfach guckt sozusagen im Zweifel dann irgendwie eine Rekap-Zeit an der Extremität macht, als sozusagen Tipp, dass man sieht, dass irgendwie auch eine gute Durchblutung ist, ne, weil sozusagen gerade jetzt bei der Jahreszeit sind halt beide Extremitäten kalt. Da ist das schwierig zu sagen, es ist irgendwie warm, deswegen halt dann die Rekap-Zeit nutzen. Eine kurze Frage, nutzt du das? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen und auch gemacht, bei einer Armfraktur zum Beispiel, dass ich den Fingerclip einfach an den betroffenen Arm gemacht habe. Stimmt, ja. Kann man auch machen. Ne? Sieht man das ja auch quasi, wenn man ein gutes Signal ableiten kann, spricht das dafür, dass die Durchblutung intakt ist. Okay, direkt die nächste Frage, was sind denn so häufige Pitfalls oder was wird aus deiner Sicht oft vergessen bei so einem Frakturtrauma? Ja, klingt völlig banal, aber es kommt relativ schnell zu einer Schwellung und gerade sozusagen an den Füßen wird es zwar auch zunehmend mehr irgendwie mit Schmuck, aber gerade an den Händen, gerade auch jetzt wieder die Jahreszeit, die älteren Damen, die dann hinfallen, distale Radiusfrakturen, das schwillt dann auch schnell die Hand an und man kriegt die Ringe nicht mehr runter. Die kriegt man so schon schwer runter, wenn der Ehering da seit 50, 60 Jahren dran ist. Wenn man dann jetzt irgendwie einfach präklinisch nicht dran denkt, dann ist relativ schnell irgendwie eine Schwellung da und der Ring geht dann nur noch mit dem Ringschneider runter, was dann irgendwie ärgerlich ist, wenn man es vermeiden kann. Also deswegen der Tipp, sozusagen denkt präklinisch dran, dass wenn ihr irgendwie Ringe, Schmuck angelegt habt, quasi einmal runter damit, sozusagen in den Urinbecher, was auch immer man bei hat, dass man sozusagen auch das den Patienten irgendwie dann zuordnen kann. Oder sozusagen, wenn das irgendwie zu Hause passiert ist, direkt zu Hause lassen den Schmuck, dass man den erst gar nicht mit in die Klinik nimmt. Und dann hat man sozusagen ein Problem weniger, dann in der Klinik irgendwie den Schmuck loszuwerden. Ja. Glaube ich, ein extrem wichtiger Hinweis, weil das vergesse ich auch immer. Auch wenn ich es eigentlich weiß, vergesse ich es trotzdem andauernd. Das ist einfach, das vergisst man einfach. Soll ich mal sagen? Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich es vergessen habe. Ja. Und dann der Oma Erna zu sagen, dass wir jetzt den Ring durchschneiden müssen, das ist... Ist dann traurig, genau, wenn man es vermeiden kann. Ja. Okay, guter Hinweis auf jeden Fall. Jetzt steht irgendwie die Extremität ganz seltsam da. Das macht ja häufig allein schon ein Problem mit der Lagerung dann später. Wo will man den Patienten hinlagern, wenn 90 Grad irgendwie das Ding absteht? Was würde man draußen reponieren, was nicht? Also ist PDMS auffällig, musst du reponieren. Mhm. Hast du dann sozusagen da ein Problem. Das ist nicht auffällig. Kannst erstmal ein bisschen entspannter sein. Was man aber trotzdem präklinisch unbedingt reponieren sollte, sind Sprunggelenk-Luxationsfrakturen. Die muss man zwingend auch präklinisch reponieren. Das ist einfach so wenig Weichteil herum. Ich habe dir vorhin ja die Bilder gezeigt. Du siehst dann sozusagen relativ schnell, wie einfach sozusagen die Haut extrem blass ist, wo der Knochen gegen die Haut drückt. Es gibt Nekrosen, das können die Chirurgen einfach am Ende nicht mehr vernünftig versorgen. Das ist einfach ärgerlich, muss man sagen. Mhm. Was man nicht
präklinisch reponieren sollte, sind irgendwie Schultern, sind Hüften. Da gibt es keine Notwendigkeit, außer man hat eine PDMS-Auffälligkeit, das nicht. Was man gut präklinisch noch auch machen sollte, sozusagen sind, wenn man das so richtig Schwanenhalsdeformitäten quasi beim distalen Radius, da ist auch nicht so viel Weichteil drumherum, was man gut reponieren kann. Mhm. Finger kann man gut reponieren, auch ohne Analgesie, auch Patellaluxation kann man ohne Analgesie irgendwie reponieren, aber sozusagen so der Klassiker, was häufig leider nicht gemacht wird, was ich sagen jetzt auch vor kurzem erst wieder ein Fall in meiner Notaufnahme hatte, dass dann einfach eine Sprunggelenkluxationsfraktur dann irgendwie teilweise sogar ungeschehen irgendwie in die Krankenhäuser kommt und das darf nicht passieren. Was ja mit dem OSG häufig so ein bisschen im Problem war bei den Frakturen, die ich gesehen habe, ist, dass die immer wieder zurück oder rausspringen. Mhm. Und dann, glaube ich, macht es ja Sinn, zumindest die so ein bisschen mit einer SAMS-Spin zu versorgen, dass die jetzt nicht wieder komplett abgewichen rausspringen. Also, ja. Das sozusagen, das würden wir auch in der Notaufnahme, was natürlich ein Cast, den ich direkt erlernen kann, also was ist das Wichtige bei der Reposition, unter Längszug halten, also richtig Längszug drauf bringen, in diesen Längszug halten und während einer diesen Längszug hält, wird sozusagen die Extremität immobilisiert. Mhm. Präklinisch mit einer Vakuumschiene idealerweise, weil man die gut anmodellieren kann und wenn die Luft dann also raus ist, wenn die vakuumisiert ist, dann quasi kann derjenige loslassen. Die sind ja alle so, dass man quasi auch vorne reinfassen kann. Zum einen, weil man damit den Längszug aufnimmt, zum anderen aber auch ganz wichtig, dass man auch dann PDMS überprüfen kann, mhm, ne? Weil das sollte man nach der Position auch zwangsläufig tun. Okay, so, dass das ja eigentlich auch eine relativ einfache Kiste ist. Ne? Man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Repositionen ja super aufwendig sind und man irgendwelche Spezialtechniken machen muss. Eigentlich kann man grob sagen, man zieht halt dran ne? Und dann muss es wieder irgendwie achsgerecht stehen. Und dann, okay, jetzt habe ich das so gemacht, jetzt hast du gerade schon ein bisschen was zur Ruhigstellung gesagt. Wie würdest du ruhigstellen? Hast du da irgendwelche speziellen Tricks? Vakuumschiene hast du gerade schon gesagt, manchmal hat man die ja nicht. Hast du noch andere Tricks? SAMS-Splint hast du gesagt quasi, dass man einfach einen SAMS-Splint nehmen kann. Mhm. Sozusagen den kann man auch sozusagen auch zweimal nehmen, irgendwie, wenn man ein bisschen Stabilität reinkriegt bei dem SAMS-Splint, wenn man den nutzt. Wichtig sozusagen ist ja ein ganz dünnes Aluminiumblech, das ist wie bei einer Dachrinne. Mhm. Ja, wenn du so ein ganz dünnes, flaches Blech hast, dann kannst du damit halt irgendwie wackeln. Wenn du so ein bisschen so eine halbrunde Form machst, dann kriegst du da Stabilität rein. Das habe ich übrigens noch nie gehört mit der Dachrinne, ist aber sehr, sehr eindrücklich erklärt. Ausgezeichnet. So, das hört sich jetzt alles so einfach an, wenn man aber vor dem jaulenden Patienten steht, der schreit wie am Spieß, weil es halt auch sau weh tut. Den muss ich ja analysieren. Hm. Da gibt es ja alle möglichen Kochrezepte. Willst du uns mal dein Kochrezept sagen oder machst du immer dieselbe Analyse? Wie ist denn dein Schema? Ja. Ich bin ja ziemlich einfach gestrickt, deswegen kann ich mir nicht so viele Sachen merken. Deswegen habe ich einfach nur zwei Kochrezepte. Ich habe ein Kochrezept für Analgesie mit Reposition, sozusagen also für einen sehr akuten, starken Schmerz, der, wenn die Reposition erfolgreich war, deutlich nachgelassen hat. Mhm. Und ein zweites Kochrezept für Sachen, die offensichtlich sind, dass die auch länger sozusagen dann wehtun, da ist das zweite Kochrezept. Kochrezept Nummer 1 mit Reposition nutze ich sehr gerne die Kombination aus Propofol und Esketamin. Mhm. Von einem Standard 70-80 Kilo Patienten so mit 20 Milligramm Propofol an. Je nach Konstitution kann es auch mal ein bisschen mehr oder weniger sein. Oder so warte, bis sozusagen da so der erste Effekt langsam eintritt. Dann starte ich so mit 25 Milligramm Esketamin. Und wenn sozusagen der Punkt, da guckt man halt, wie man sich daran titriert, bis man sozusagen den Patienten noch mal mit so einem Hallo, sind Sie noch da? Wenn er sozusagen so weit weg ist, dass ich nur noch quasi mit einem mechanischen Zusatzreiz irgendwie wach bekomme, dann ist der Punkt, dass man irgendwie entspannt dran ziehen kann. Klappt exzellent, muss man sagen. Ist eigentlich fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber es funktioniert wirklich gut. Und sozusagen auch für die Geschichten, die dann längerfristig auch wehtun. Ich möchte damit nicht sagen, dass nach der Revolution das dann gar nicht mehr wehtut. Ne? Mhm, auch das geht dann, das wirkt ja dann auch eine Weile nach. Und man kann dann auch gerne irgendwie später sozusagen reevaluieren und nochmal was anderes nachgeben. Aber für die Reposition nutze ich die Kombination aus Propofol und Esketamin. Kann sozusagen, wenn ich mal mehr Zug aufbringen muss, wenn sozusagen auch mal kurzzeitig in eine tiefere Analgesedierung gehen, was ich, wenn ich so ein Opioid nehme, Fentanyl oder Sufentanyl, kriege ich dieses Sedierungsniveau natürlich auch hin, aber nicht so kurzfristig. Mhm. So dass das eher, also das zweite Kochrezept, dann Fentanyl oder Sufentanyl, eben ist quasi für eine längerfristige Analgesie.
Und dann halt bei einem Fentanyl wieder 0,1 bis 0,2 Milligramm und beim Sufentanil 5 bis 10 Mikrogramm und dann halt langsam titrieren. Dann gibst du einfach mal wieder was nach. Das sind ja relativ kurzwirksame Opioide und dann spritzt mir was Genau. nach einfach. Also bei dem Sofenta gehe ich so bis 30 Mikrogramm. Und wenn das dann nicht reicht, um sozusagen dann nicht noch weiter irgendwie möglicherweise eine Hypoxie dann einzukaufen, die man natürlich super mit Sauerstoff behandeln kann, aber was ich halt relativ schlecht monitoren kann, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ist die Ventilation. Ne? Eine Oxidierung kann ich gut monitoren mit einem Pulsoxi. Mit der Ventilation wird es beim Schontanatmen schon schwieriger, ist potenziell möglich, aber ist schon schwieriger. Dann kombiniere ich quasi das Sufentanil dann mit Esketamin. Und nehme dann quasi, weil ich ja schon was gemacht habe, 12,5 Milligramm und würde mich da dann halt weiter titrieren. Okay, das ist eine super Aussage, da habe ich noch nie so dran gedacht. Und dann, wie machst du es mit den Opiaten? Ich glaube, du hast ja erzählt, ihr habt immer Ondansetron auf den Autos. Also gibst du immer ein Antiemetikum Ja, oder wir haben machst du das auf es? dem Auto quasi. Ich würde es aber nie jetzt irgendwie standardmäßig als Prophylaxe geben. Das ist halt auch ein Medikament, hat auch Nebenwirkungen. Immer sozusagen gucken. Ne? Also habe ich jetzt irgendwie eine junge Frau, die sagt, oh, ich musste mal beim Fliegen irgendwie ständig mich übergeben oder ich kann auch nicht rückwärts Auto, Zug fahren, S-Bahn fahren. Da wäre ich eher dabei irgendwie. Und wenn jemand sagt, du hast mir alles eigentlich völlig egal, ich fahre irgendwie die große Achterbahn irgendwie im Heidepark und es macht mir alles gar nichts aus. Ne? Also Stichwort Kinetose oder irgendwie auch sozusagen Anästhesisten, Ponf-Anamnese oder so. Wenn da nichts irgendwie ist, dann erstmal nicht. Und wenn der Patient dann unterwegs irgendwie was angibt. Im Lufttransport, wo ich quasi unterwegs dann irgendwie schlechtere Möglichkeiten habe, eher pro, ne, wenn ich sozusagen normal bodengebunden unterwegs bin, wo ich sozusagen jederzeit reagieren kann oder entspannter reagieren kann als im Hubschrauber, da kann man auch mal zurückhaltender sein. Also erstens, eine coole Sache, man macht die Achterbahn, den Achterbahntest. Nachdem ich vor kurzem erst wieder fürstlich angebrochen wurde, kann ich nur sagen, jeder im Rettungsdienst sollte einen Sigsack, gerade wenn man eventuell emetogene Medikamente gibt, immer griffbereit haben. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, macht's einfach. Sigsack unterm Kopfteil, der ist da gut aufgehoben, glaube ich. Jan, vielen, vielen Dank. Ganz tolle Aussagen. Und übrigens für alle die, die jetzt sagen, hey, sie wollen noch ein bisschen mehr, die Kollegen von Rettungsdienst FM, ich weiß gar nicht, ob du den Podcast gehört hast, aber die haben jetzt vor kurzem erst zwei Podcasts rausgebracht, auch zu Frakturen. Das heißt, wenn ihr sagt, Mensch, das Video, ich will noch mehr, ich will es nochmal wiederholen, dann hört ihr einfach beim nächsten Weg zur Arbeit Rettungsdienst FM auch nochmal hervorragend. So, ich fasse das Ganze nochmal nach alter Manier immer wieder zusammen, weil der Martin mich dazu immer auffordert. Die Frakturzeichen, da hast du über sichere Frakturzeichen geredet, die waren Krepitation, Fehlstellung, abnorme Beweglichkeit und Knochenfragmente, sichtbare. Du hast darüber gesprochen, dass man unbedingt daran denken muss, den Schmuck zu entfernen, weil die Extremität sonst anschmilzt und dann hat Oma Erna keinen Ring mehr. Denkt an Oma Erna. Wir haben über Reposition gesprochen, darüber, dass man generell alles mit dem PDMS-Problem achsgerecht lagern sollte und vor allen Dingen die OSG-Frakturen, OSG-Luxationsfrakturen immer reponieren muss. Unbedingt. Wir haben über Ruhigstellung gesprochen, Samspin-Tricks, Vakuum-Schienentricks und du hast uns coole Kochrezepte gegeben für die Analgesie. Einmal Reposition, Ketophol und ansonsten die dauerhafte Analgesie eher mit Opioiden. Genau so ist es. Tipptopp. Jan, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du in Nürnberg bist und wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwelche Anregungen, einfach gerne an mich schicken. Ich leite es dann bei Bedarf an Jan weiter. Und ansonsten nutzt unseren Telegram. Kanal, denn WhatsApp mussten wir leider verlassen. Also Telegram buchen. Macht's gut. Tschüss.